So, Freunde, 11. Oktober 2017. Triabi hat keinen Plan. Deswegen machen sie einen. Steht auch hier im Kalender. Also, worum soll es heute gehen? Ich habe gemerkt, ich habe so viele Dinge, die ich machen muss. In meinem Kopf sieht es manchmal aus wie... Deswegen habe ich gedacht, ich packe jetzt die drei wichtigsten Sachen, die ich so in meinem Alltag planen kann, in einen Masterplan und arbeite den jetzt mal mit euch aus. Um was soll es da gehen? Zum einen Trainingsplan, Ernährungsplan und ein Alltagsplan. Die drei Sachen mache ich jetzt mit euch. Warum? Ganz klar, ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich so viel machen will und da oftmals sich Sachen überschneiden und ich das dann nicht mehr gebacken kriege und auch manche Zeit einfach verbummle, weil ich gerade nicht weiß, wo ich jetzt welches Problem am besten zuerst anpacken soll. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen uns hier einen Plan. Der Masterplan. So, den machen wir jetzt mal. So, und der Trainingsplan? Den gibt's schon. Ich hätte vielleicht die Möglichkeit gehabt, nochmal mit dem Team von Promotion, wie hier oben, zusammenzuarbeiten. Die machen auch Trainingspläne. Aber das passt natürlich nicht zu meinem Low-Budget-Konzept. Deswegen habe ich nach kurzer und ausdauernder Recherche festgestellt, dass es bereits sehr, sehr gute Trainingspläne umsonst, also quasi umsonst, im Internet gibt. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es die besten einfach bei Triathlon-Szene. Also Arne und seinem Team, die machen ja auch manchmal ein paar YouTube-Videos. Bin großer Fan von denen. Und die haben eben auch auf ihrer Seite Pläne im Excel-Format als kostenlosen Download. Wie genial ist das? Für die Langdistanz, für die Mitteldistanz, für die olympische Distanz, alles ist dabei. Kann man einfach downloaden. Man muss sich dann nur entscheiden, ob man eher der Mitwöchler oder der Wochenendtyp ist und ob man 12 oder 18 Stunden die Woche trainieren will. Ich trainiere natürlich nur 12 Stunden die Woche. Also was heißt nur? Ich trainiere 12 Stunden die Woche. Und bei dem Plan kann man dann erstmal eintragen, wann ist denn das Event? Wie schnell bin ich wo? Was kann ich tun? Und dann wird alles für einen berechnet in der Excel-Tabelle. Man muss eigentlich gar nichts mehr machen, nur noch die Pläne hier befolgen. Und nochmal dann aufgeteilt in den einzelnen Arbeitsblättern. Ganz hervorragend. Das ist mein Trainingsplan. Trainingsplan abgehakt. Einfache und kostenlose Geschichte. Aber natürlich kann man gern eine Spende beim Arne und seinem Team dalassen. Training ist das eine, was man irgendwie organisieren muss. Aber bei mir gibt es noch ein paar andere Sachen. Und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass nicht nur ich meinen Spaß habe, sondern dass hier... in unserer Wohngemeinschaft alle zufrieden sind. Und deswegen haben wir gemeinsam noch einen Wochenplan ausgearbeitet. Nämlich der hier, wo wir uns erstmal abgestimmt haben und verhandelt haben und dann zusammen einen Wochenplan gemacht haben. Das ist auch ein gutes Konfliktlösungsinstrument. Hier steht 3 Stunden Fahrradfahren. Haben wir so ausgemacht. Natürlich eine relativ einfache Geschichte. Einfach einen Plan machen, wo man einträgt, was muss gemacht werden. Wann will ich was tun, mit wem und wie oft und das dann einfach koordinieren. Sonntag ist bei uns Ruhetag, deswegen passiert einfach gar nichts. Aber sonst haben wir eben einfach alle Verbindlichkeiten hier in den Plan gepackt. Okay, also zweiter Schritt war jetzt quasi den Trainingsplan von Triathlon-Szene in den eigenen Wochenplan einzufügen. Quasi den hier. Sonntag ist Ruhetag, ansonsten gibt es noch ein paar freie Stellen, weil ja immer irgendwas passiert oder irgendwas noch gemacht werden muss. Aber im Groben sollte die Wochenstruktur so stehen und dann kann man auch wirklich geregelt trainieren und andere Sachen trotzdem noch machen. Kommen wir jetzt zum Ernährungsplan, wobei Ernährungsplan vielleicht der falsche Begriff ist. Ich habe mir angewöhnt, in der Woche einmal einkaufen zu gehen und da eigentlich so gut wie alles zu holen. Das ist am Montagmorgen. Das spart wirklich immens viel an Zeit, wenn man nicht alle 2 Tage los muss und überlegen muss, was esse ich jetzt. Und deswegen machen wir jetzt noch neben dem Trainingsplan und dem Wochenplan
Ein Essensplan. Ja? Punkt Nummer 3, der Essensplan. Das heißt, wir planen jeden Sonntag unsere Mahlzeiten für die kommenden 7 Tage. Frühstück ist bei mir relativ einfach. Ohne Müsli geht bei mir kein einziger Tag los. Müsli, 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 Müsli. Dann bietet es sich an bei mir, um an die Mensa zu gehen, vor und nach der Bibo. Montag gibt es bei uns immer Salat. Haben wir schon was drin. Und dann einfach den Plan auffüllen mit Dingen, die euch eben gerade einfallen. Vielleicht könnt ihr euch auch einfach ein Kochbuch anfertigen mit euren Rezepten. Könnt ihr einfach mal alle einschreiben, die ihr immer so macht. Und dann am Ende einfach auch mal variieren. Im Grunde kocht man ja immer dasselbe. Halt irgendwie zum großen Teil. Und wenn man das einfach aufschreibt, dann geht das ruckzuck. Und am besten auch immer so viel kochen, dass es gleich noch für den nächsten Tag reicht. Dann ist der Plan ruckzuck voll. So, das war es also schon fast. Um das mal kurz grafisch darzustellen. Grundlage bei mir ist der Trainingsplan. Trainingsplan. Drumherum bastle ich meinen Wochenplan. Und dann drumherum basteln wir den Ernährungsplan bzw. den Essensplan. Das ist also jetzt erstmal mein Plan für die nächsten Monate. Klingt erstmal insgesamt alles ziemlich langweilig, muss man ehrlich sagen, ja, wenn man weiß, man kann jetzt in 3 Wochen sieht man, was da Mittwoch passieren wird. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem aufregenden und spontanen Tag. Aber so kann ich mir sicher sein, dass ich alles, was ich machen will, auch wirklich schaffe und vor allen Dingen auch in meiner Arbeit vorankomme, alle Trainingseinheiten absolvieren kann und die Ernährung nicht hinten runterfällt. Der Startschuss für mich ist jetzt der 1. November. Wie viele andere auch, habe ich mir dieses Datum als Start für das Challenge Rot Projekt gesetzt. Ich hoffe, es gelingt mir, das alles so umzusetzen, wie ich mir das hier vorgestellt habe und geplant habe. Falls ihr noch andere Tipps habt, wie man sich strukturieren kann oder was man noch so alles planen kann, Urlaub, ein Lotto gewinnen und so weiter, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zugucken, viel Spaß beim Planen und bis zum nächsten Mal. Ahoi!